Ab sofort kann sich jeder seinen eigenen Roboter bauen. Alles, was man dazu braucht, ist ein 3D-Drucker und die gibt es ja inzwischen schon für übersichtliches Geld und etwas Geschick. Und zwar wirklich nicht viel. Beim Roboter InMove sind die Baupläne als Open Hardware offen für alle. Was wirklich hinter diesem Projekt steckt, was der Roboter alles kann und noch weitere spannende Infos mehr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ein Thema aus der Klicksum Community auf WhatsApp und den anderen Messengern. Vielen Dank dafür. Wie ihr dahin kommt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Es ist wirklich verrückt, was manchmal und vor allem wo und wie Technologiesprünge stattfinden. Wer hätte gedacht, dass Amerikas Autoindustrie durch den Bau von Elektroautos von Tesla wiederbelebt wird? Aber der Roboter InMove, der ist faszinierend und unheimlich zugleich. Er ist so groß wie ein Mensch und hat genau wie wir zwei Arme, nur die Beine fehlen, aber dafür hat er Augen in den Kameras, die Objekte und Menschen verfolgen können. Und auch Gesten erkennt der Roboter, und zwar durch eine Kinect in seinem Brustkorb. Alles mit ganz einfachen Mitteln. Und man kann sich auch mit ihm unterhalten. Spricht man ihn an und nennt ihm Zahlen, macht er die entsprechende programmierte Geste und bestätigt dann beispielsweise You said one. Noch relativ simpel, aber immerhin möglich machen das die Spracherkennung, Lautsprecher und Mikrofone, mit denen InMove ausgestattet ist. Aber jetzt nochmal von vorne. Entwickelt wurde der Roboter von dem französischen Bildhauer, also einem Bildhauer, keinem Fachmann, Gilles Langevin, der ursprünglich eigentlich nur eine Handprothese entwerfen wollte. Mit seinem eigenen 3D-Drucker stellte er die Hand her und fand dann aber kein Ende. Er wollte sein Projekt mit anderen Leuten teilen und veröffentlichte die Konstruktionsdateien für seinen Roboter auf Thingiverse, einer Plattform für Open Source Hardware. Die Reaktionen waren überwältigend und Langevin machte weiter. Er nutzte einen Mikrocontrollerboard, mit dem sich die Finger mit Hilfe von Motoren kontrollieren lassen, und so ging es weiter mit Schultern, Bizeps und so weiter, bis InMove dann soweit fertig war. Oberkörper, Kopf, Arme, Hände, nur die Beine fehlen, wie gesagt. Dafür können aber die Arme von jedem PC aus angesteuert werden. Insgesamt hat der Roboter mittlerweile 26 Servomotoren, die seine Bewegungen steuern. Ansonsten läuft InMove über eine 6-Volt-Batterie. Ja, sein Erfinder hatte kurioserweise keinerlei Ahnung. Er war ja Bildhauer von Elektronik oder Robotertechnik, dazu Langevin selbst. Ich musste mich mit allen möglichen Anforderungen auseinandersetzen, aber die Elektronik habe ich immer vernachlässigt, weil das nicht meine Stärke war. Ich war wirklich von der Elektronik eingeschüchtert, da ich nichts über sie wusste. Ja, den einen InMove, den gibt's übrigens nicht, denn das ist ja die Idee von Open Source. Jeder kann sich seine eigene Roboterversion basteln. Alle Quellcodes, Konstruktionsvorlagen und Designprozesse werden offengelegt. Langevin hat nur eine Sache bezüglich InMove geregelt. Er darf nicht kommerziell genutzt werden. Dafür fehlt die Lizenz. Privat aber kann jeder, der einen 3D-Drucker hat, den Roboter nachbauen. Notwendig dafür ist ein 12x12x12 cm großer Bauraum. Die ganze Bastelei kostet laut Langevin dann etwa 1000 Euro. 10 bis 100 mal weniger als andere Roboter dieser Art. Dazu kommen natürlich noch die Kosten für den 3D-Drucker. Und Gail, ist wichtig, dass die Sache weiterhin als Open-Source-Projekt läuft. Ich weiß es zwar nicht, ob Roboter, die von uns erschaffen werden, unser Leben krass verbessern werden, aber sie werden uns in irgendeiner Art und Weise erweitern, wie Werkzeuge eben. Ich glaube daran, dass Roboter das sein werden, was wir Menschen wollen und nicht mehr. Ja, da gibt's ja auch verschiedene Meinungen, wir haben darüber berichtet. Dafür soll InMove demnächst auch noch Beine bekommen und das wird sein Gewicht von derzeit 17 Kilogramm nochmal erhöhen. Langevin möchte ihm langfristig auch das Laufen ermöglichen und es geht noch weiter. Forschungsteams weltweit tüfteln ja daran, die Beziehungen zwischen Robotern und Menschen zu verbessern. Und da helfen solche Open-Source-Projekte natürlich auch. Das sind alles riesige Schritte. Man darf das nicht unterschätzen. Wenn die Hürden so niedrig gesetzt werden, um sich selber einen Roboter bauen zu können, das ist schon der Wahnsinn. Ja, und die Forschungsteams, die arbeiten beispielsweise dann an Persönlichkeitsmerkmalen und Charaktereigenschaften, die den Robotern verliehen werden sollen. Sie sollen dann in der Lage sein, Beziehungen zwischen Menschen zu verstehen, was es wiederum möglich machen würde, dass die Roboter selbst eine Beziehung zu Menschen aufbauen können. Also das sind schon gespenstische Perspektiven. Ja, aber heute fehlen den Robotern noch diese menschlichen Charakteristika. Wenn ihr kein Video zur Entwicklung von Robotern, zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, App und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, das wisst ihr ja, die ist ziemlich lückenhaft.
Und über die Messenger, da erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren. Das geht hier. Dann erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Aber nicht, wenn ihr hier draufklickt, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Roboter Sophia will Menschheit zerstören. Bis dann. Bleibt dran.